Servus und willkommen auf meinem Kanal. Heute zu meinem Statistikvideo zu meiner Panasonic Wärmepumpe, für die ich jetzt genau für ein Jahr alle Werte aufgezeichnet habe. 31.10.23 bis 31.10.24. Wen meine Jahresarbeitszahl interessiert und alle anderen Statistikwerte zur Pumpe, der bleibt dran. So, dann gebe ich euch mal einen Einblick, wie eigentlich mein Haus ausschaut. Das schaut, na, so schaut mein Haus aus. Ein Altbau, 160 Quadratmeter, 1966. 2015 haben wir kernsaniert, wir haben das Dach von innen gescheit gedämmt, neue dreifach verglaste Fenster, Rollladenkästen auch gedämmt, Rollläden auch elektrifiziert, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung habe ich auch eingebaut. Ja, aber ich habe die Fassade nicht gedämmt und ich habe weiterhin bei Heizkörpern im gesamten Haus belassen. Damit heize ich jetzt schon erfolgreich, wie schon gezeigt, mit der Panasonic seit über einem Jahr. Aber die Werte habe ich jetzt genau für ein Jahr. Und weil ich mich um eine Förderung gekümmert habe, habe ich jetzt inzwischen auch einen Hydraulikplan erstellt. Den seht ihr hier. Ganz kurz der Blick. Wir haben hier draußen die Panasonic oder speziell den Wärmetauscher der Panasonic. Und dann geht es ins Haus. Ich habe meine Panasonic ja etwas umgebaut. Ich habe Sachen von draußen nach innen gebaut. Daher, wir haben hier den Durchflussmesser der Panasonic, der für ihren eigenen internen Wärmemengenzähler benutzt wird. Dann haben wir die Umwälzpumpe der Panasonic. Und dann könnte es in meinen Pufferspeicher gehen. Aber ihr seht, hier ist ein Motorventil. Wenn das zu ist, dann wird geheizt. Dann geht es hier oben rum. Durch eine zweite Umwälzpumpe, die nicht in Betrieb ist, die habe ich nur als Backup eingebaut, wenn die von der Panasonic mal nicht geht. Dann geht es mit einem Rückflussverhinderer in meinen Heizkreislauf und dann schon zurück in den Rücklauf. Es geht durch einen Magnetitabscheider. Dann haben wir hier einen zentralen Punkt, wo der Rücklauf auch vom Pufferspeicher kommt. Und dann haben wir noch einen Magnetitabscheider. Dann meinen eigenen extra geeichten Wärmemengenzähler und dann geht es zurück in die Panasonic. Das heißt, der Pufferspeicher, den ihr hier in der Mitte seht, der wird fürs Heizen vom Haus überhaupt nicht benutzt. Auch nicht fürs Abtauen oder sonstiges. Den nutze ich nur für meine Frischwasserstation. Ist ein gewachsenes Konzept. Ich werde den längerfristig rausschmeißen. Speicher fliegt raus, Frischwasserstation fliegt raus und dafür kommt eine Brauchwasserwärmepumpe. Was ich euch zeigen will, ist, ihr braucht keinen Pufferspeicher, selbst mit Heizkörpern. Zumindest in meinem Haus. Mit meiner Hydraulik, meine Heizkörper geben es her, dass ich genügend Durchfluss hinkriege, um die Hütte warm zu kriegen. Ja, und dass die Hütte warm wird, das zeige ich euch jetzt mal in meiner Statistik. So, hier, wie schon gesagt, am 31.10.23 habe ich alle Kernwerte angefangen monatlich aufzuschreiben und heute sind wir am 31.10.24. Für Wärme habe ich einen geeichten Wärmemengenzähler, für Strom habe ich einen, ja, ist jetzt nicht geeicht, aber einen Stromzähler aus meinem Smart Home System. Und da gleich der Hammer. Hier unten zusammengefasst, für diesen Zeitraum habe ich insgesamt gebraucht, habe ich erzeugt 17.490 Kilowattstunden Wärme, um mein Haus warm zu halten für 12 Monate. Und das habe ich mit 4.368 Kilowattstunden Strom gemacht, woraus sich eine traumhafte Jahresarbeitszahl von 4,0 ergibt, inklusive warmem Wasser. Ich machte ja diesen 1000 Liter Behälter immer warm. Wenn ich das Warmwasser rausrechne, ist aber auch sehr interessant, dann habe ich halt eine Arbeitszeit von 4,08. Also es geht gar nicht so übel ein, wie man gedacht hätte. Ja, und dann, ihr habt es ja schon gesehen, mit meinen 160 Quadratmetern komme ich jetzt quasi für die letzten 12 Monate auf 110 Kilowattstunden pro Quadratmeter.
um das mal in Relation zu setzen. Also, ich habe keinen zugigen uralten Altbau, der 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter braucht. Ich brauche nur die 110. Gut. Ja, jetzt ist das Interessanteste. Also für alle anderen Monate gibt es von mir eigene Statistikvideo. Ich würde jetzt nur gerne noch auf den Sommer eingehen, weil ihr seht hier am 30.04. habe ich das letzte Statistikvideo gemacht für den April. Danach wurde nicht mehr geheizt, sondern zwischen 30.04. und 30.09. war die Heizung als Heizung aus. Sie hat nur noch Warmwasser gemacht. Seht ihr hier Warmwasser? War halt für den gesamten Zeitraum, das sind 6 Monate, eine traumhafte Monatsarbeitszahl oder Entschuldigung, für die 6 Monate eine Arbeitszahl von 4,1 nur fürs Warmwasser. Ist ja klar, es war Sommer, da war es halt auch warm. Und dann ist halt die Effizienz der Pumpe besser. Jetzt schauen wir speziell nochmal in den Oktober, das war jetzt der erste Heizmonat. Und da sehen wir Warmwasser 241 mit 66 Kilowattstunden Strom und einer Arbeitszeit von 3,6. Wenn wir das mit April vergleichen, relativ ähnlich. Ja. Auch wenn wir uns das Heizen anschauen, ja, im April habe ich 1200 Kilowattstunden gebraucht, jetzt im Oktober 1100. Aber hier sehen wir einen drastischen Sprung in der Monatsarbeitszahl. Obwohl ich zeichne meine Außentemperatur kontinuierlich mit auf und bilde da den Mittelwert. Im April waren es sogar 13,5 Grad Durchschnittsaußentemperatur und jetzt im Oktober nur 12,2. Wie erklärt sich das? Nun ja, im April war es konstant kalt. Es gab nicht so die Tage, wo man mal 15, 20 Grad hatte, und dafür etwas kältere. Und jetzt im Oktober war es eigentlich gar nicht so kalt. Ja, aber wir hatten vielleicht kalte Nächte, und Tage, die aber warm waren. Und in der Übergangszeit heize ich zum einen nicht nachts, also eigentlich zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens ist die Heizung aus, weil da ist es auch am kältesten. Und ich heize eh mit Minimalleistung, obwohl das habe ich im April auch. Also ich habe das 5 kW-Modell, die läuft eh immer nur dann auf 3 kW. Und ihr seht, ich fahre eh mit einem festen Vorlauf aktuell, der aus 33 Grad besteht. Ja, was soll ich sagen? Die Zahlen lügen nicht. Jetzt im Oktober, und das muss einfach die Außentemperatur gewesen sein, da war es besser. Ihr seht es ja auch, die Abtauungen. Ich messe auch die Abtauungen. Und im April hatte ich wirklich 19, weil es wirklich so kalt war. Also die Panasonic fängt ja so, sagen wir mal, ab 5 Grad Außentemperatur an, dass sie mal abtaut, weil der Verdampfer dann vereist und dann muss sie wieder abtauen. Und im April ist das wirklich vorgekommen. Im Oktober, hier steht 2, aber die 2 ist von Anfang Oktober, da hatte ich die Pumpe noch im Energiesparmodus, also dass der Lüfter sich langsamer dreht und dann ist sie mir zweimal aus Versehen vereist. Nachdem ich das umgestellt habe, ist sie den ganzen Oktober nicht vereist, weil es war nie so kalt hier in Augsburg. Gut, dann scrollen wir mal noch rechts, um euch noch die restlichen Werte zu zeigen, dass ihr auch vergleichen können. Ich habe noch eine Splitklima und deren Stromzähler. Ja. Die hat auch einen eigenen Stromzähler und die Werte davon gehen auch mit ein. Und es ist aber so, im Oktober war die Splitklima die gesamte Zeit aus. Warmwasser, noch die wichtige Seiteninformation. Ich mache halt meinen 1000 Liter Pufferbehälter auf 52 Grad heiß, um dann Warmwasser zu machen. Und hier haben wir die Betriebsstunden von meinem Kompressor. 346 versus 360 im April, also auch ähnlich. Und die Verdichterstarts 190 im April, 203, also auch kein großer Unterschied. Dann hier nur noch das Delta T von Vorlauf zu Rücklauf. Hatte ich im April auf 3, habe ich jetzt auch auf 3. Ja,
Mehr gibt es eigentlich schon fast gar nicht zu sagen. Ich kann euch mal noch zeigen, wie es jetzt mit dem Takten in der Übergangszeit ist. Weil ihr habt gesehen, ich habe keinen Pufferspeicher. Das sagt man ja auch immer, man braucht den Pufferspeicher, damit man das Takten der Wärmepumpe reduziert. Ist eigentlich heute auch nicht mehr notwendig, weil alle Wärmepumpen inzwischen ja mit Frequenzumrichter ausgestattet sind. Das heißt, sie können den Kompressor in einem gewissen Bereich modellieren, das heißt in der Leistung reduzieren. Bei der Panasonic ist es so, die bringt eigentlich so minimal 3000 Watt Wärme. Und damit ist es aber auch jetzt im Oktober passiert mit meiner niedrigen Vorlauftemperatur, dass ich mal dazu gekommen bin und das zeige ich euch mal hier. Wir sehen hier die Kompressorfrequenz. Das ist eigentlich so der Kernfaktor. Das ist jetzt der ganze Monat, ja? Und da seht ihr immer schön, was ich gesagt habe. Also, ja, oder müssen wir vielleicht doch den Einstieg machen? Also die Kompressorfrequenz ist im Endeffekt die Leistung vom Kompressor. Umso mehr Frequenz er mit so mehr Frequenz er läuft, umso mehr Leistung bringt er. Und ihr seht hier Frequenz 0, Kompressor aus, das ist nämlich immer nachts. So, und tagsüber sind aber auch Stellen dabei. Wir können ja jetzt mal, dass wir uns was ein bisschen genauer anschauen. Schauen wir uns einfach mal nur die letzten 4 Tage an. So, das ist so ein Klassiker. 28. Oktober, morgens um 5, der Kompressor geht an und dann geht die Pumpe auf 34 Hertz. Das ist bei der Außentemperatur die maximale Leistung. So, weil das Haus ist, also kalt ist übertrieben, aber Vorlauftemperatur sage ich halt 33 Grad und sie braucht eine ganze Zeit lang, um diese Vorlauftemperatur halt zu erreichen. So, ich kann euch ja auch noch mal eben schnell. Ah, nein. So, die M-Bus Vorlauftemperatur mit einfügen. So, hier sieht man das sehr schön. Also, wir kommen hier aus der Nacht. Da war die Vorlauftemperatur abgekühlt hier bis auf irgendwie 23, auf 20 Grad. Dann geht die Wärmepumpe an. Wir sind relativ dann doch fix auf 36, 38 Grad. Das ist dann hier um 6:02 Uhr. Genau. So, und da sagt dann die Wärmepumpe, okay, wir wollen ja nur 33 und dann wird runtergeregelt auf den Minimalwert und der ist für die Panasonic zwischen 19 und 20 Hertz. Ja, und da bleibt sie gemütlich eine ganze Zeit lang und läuft hier eigentlich an dem Tag zum Beispiel durch, bis sie irgendwann der Meinung ist, sie müsste mal Brauchwasser machen, daher geht sie da auf volle Leistung. Ihr seht auch hier, dass wir dann wunderbar auf 51 Grad hochgehen mit der Temperatur. Nach dem Brauchwasser geht sie mal kurz aus und dann wird noch ein bisschen geheizt. So. An dem Tag war dann wohl schon so warm, dass eigentlich um 15:34 Uhr die Pumpe ausging. Und schwupp sind wir beim nächsten Tag. Ja, also jetzt hier die letzten Tage war kaum richtiges Takten. Dann gehen wir doch einfach mal eine Woche früher. Ja, da. Also dann schauen wir doch mal hier genauer in den 15. Oktober rein. Das war so ein Horrortag des Taktens. Ja, ihr seht es schön. Hier hat es mal morgens noch eine ganze Zeit lang geschafft, gut zu laufen. Dann war warm Wasser und dann war ja auch mittags, dann war es draußen vielleicht auch wärmer. Und dann seht ihr, sie läuft. Dann ist irgendwann zu warm. Deshalb bleibt sie dann mal von 13:34 bis 13:49, also auch gerade mal nur eine Viertelstunde aus. Geht wieder an, läuft 13:49 bis 14:48, also ah, läuft eine Stunde, geht dann mal wieder eine Viertelstunde aus, läuft eine Stunde, geht eine Viertelstunde aus. Das ist, inzwischen würde ich es nur noch als unschön bezeichnen. Das ist halt in der Übergangszeit. Das Haus ist dann schon warm genug und die Wärmepumpe kriegt die Wärme nicht mehr los.
Es gibt ja Ansätze, dass man einfach der Wärmepumpe dann immer sagt, kurz bevor sie der Meinung ist, ausgehen zu müssen, mach doch den Vorlauf 1 Grad wärmer, dann bleibt sie halt kontinuierlich an. Werde ich vielleicht mal implementieren, aber aktuell langt mir das so. Gut, und nur, dass wir da noch vielleicht, ne, die Außentemperatur noch in Relation setzen. So, Aquaera Outdoor Ambient nehmen wir mal hier dazu. Ja, und das war so ein Tag, da sind wir hier mit 13 Grad aus der Nacht gekommen. Oder es ging dann halt bis 11 Uhr morgens runter. Aber dann tagsüber hatten wir dann schon wieder 14 Grad, 13 Grad, ja. Und wenn wir uns das nochmal, wenn wir da den ganzen Monat anschauen. Der Oktober, man musste heizen, aber es war nicht wirklich richtig kalt. Und das war eigentlich jetzt genau die Zeit, in der die Wärmepumpe hier das Beste, was sie kann, zeigt. Genau. Hier wunderbar die Durchschnittstemperatur. Und ihr seht, ah ja. Also wir waren hier doch mal nachts bei 4 Grad. Es war sogar gar nicht nachts, ne? Es war sogar schon um 6:43 Uhr. Wir waren nochmal um 4 Grad, 6:28 Uhr. Ja. Aber an den Tagen hat die Wärmepumpe, es war nicht lang genug so kalt, dass sie abtauen hätte müssen. Und sonst hier waren wir ja bei gemütlichen 10 Grad. Top-Kondition für eine Wärmepumpe. Gut. Ja, was soll ich sagen? Arbeitszahl 5,9 für den Oktober mit Heizkörpern. Also traumhaft. In DIY. Ich bin einfach nur begeistert und ich hoffe, ihr habt mit euren eigenen Wärmepumpen auch so gute Zahlen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, kommentiert, schreibt eure eigenen Werte in die Kommentare, verteilt meine Videos. Und wer es nicht getan hat, abonniert meinen Kanal. So viel für heute. Ciao, ciao.